Ich habe mir schon gedacht, dass du auch hier auftauchen würdest. Ach was. Und Blub, vielen Dank für den Support. Hey, sieh dir doch mal dieses putzige, alles verschlingende Maul von dem Kolosswal-Fossil an. Ob es sich hierbei um eine andere Art Kolosswal als in die Eldin handelt? Oh Gott. Noch frisch die Erbermilch gemacht, damit nicht kaputt geht. Geil. Oh, das ist smart. Das ist smart. Kann man auch sehr gut bei Bananen machen, ne? Welchen Bildschirm hast du? Steht alles unten in der Info. Runterscrollen. Ich kann es aus dem Kopf nicht sagen. Ich glaube, da fehlt sogar ein Bildschirm. Oh, Majora's Mask? Habe ich, glaube ich, habe ich noch nicht, ne? Nicht verraten, wo. Richtig, nicht verraten, wo. Ich werde sie noch bekommen. Oder vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Exemplaren dieser Spezies, wer weiß. Nur ein Jammer, dass sich ein paar der Knochen von Skelett gelöst haben, fehlen. Schau da drüben. Mach ich nicht, danke dir. Ein Knochen der Brustfossa hat sich gelöst. Die Brust. Und auch ein Wirbelsäulenknochen. Okay. Oh, Nickerin auch nice. Blunt, ja, das mache ich, ja. Ja, das mache ich. Hier ist jeder willkommen. Jeder kommt hier rein. Und jeder mit einem Problem hat, der wird hier sofort rausgeworfen. Das ist die Diktatur von einem Streamer. Einfach Leute rausschmeißen. Die einem nicht passen. Beziehungsweise die in dem Fall dann einfach scheiße sind. Die damit ein Problem haben. Ach, bin ich den ganzen weiten Weg umsonst gelaufen. Ich will den Kolosswal in seiner ganzen Schönheit bewundern. Die vielen Knochen müssen doch hier sicher noch irgendwo sein. Ich will jeden Preis dafür bezahlen, nur einmal das komplette Skelett sehen zu können. Ziemlich danke für die Likes, sehr nett von dir. Alles, was ich bei mir ansehe, ich automatisch wirklich mit umgehen kann, weil ich erinnere mich durch meine Schuld eine schlechte Meinung zu Frauen habe. Ja, du wirst es schaffen, Simon. Frauen sind wunderbare und wunderschöne Wesen. Oh, lol. Den hätte ich fast nicht gesehen. Da gibt es ja Mayonnaise. Bloß nicht ernst nehmen, bitte. Genau. Kappa, bloß nicht ernst nehmen. Genau. Nicht ernst nehmen. Wenn es jemand ernst meint, ist er schneller weg, als er denken kann. Mayo. Cool, dass du immer doch danke für die netten Worte. Sehr nett von dir. So. Das Einzige, was ich ernst nehme. Max, du wolltest doch Star Trek spielen. Spielst du mit Pro Controller? Ja. Die Pro Controller. Ich bin mit Pro Controller. Ich habe riesengroße Hände. Die Joy-Cons sind mir viel zu klein. Bup, 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 bup. Wenn ich sagen würde, dass das Thema wäre, dann irgendwie ein Doppelmal. True, true, true. Aber man muss ja, ein paar Leute kenne ich ja doch nicht, deswegen. Kannst du aber den Controller zeigen, please, klar. Das ist Splatoon Edition. Ich habe Splatoon nie gespielt, fand aber nur, dass er cool aussah. Okay, wir müssen Knochen dran pappen. Können wir die bewegen? Nein. Das heißt also, wir müssen mit anderen Sachen wieder das hier zurechtbiegen. Na, klasse. Ah, ich habe eine Idee. Haben wir hier einen Gegner drin? Aber wir sind trotzdem ganz nett. Das stimmt. Das stimmt. So, wir bleiben einfach hier kurz stehen. Das reicht ja schon. Er wird kleiner. Und so geht die Haltbarkeit auch nicht verloren. Knochen sollte ich nicht biegen lassen. Das wäre gut. Gibst du zumindest mir, okay? Brauchst dich nicht mehr geben. Bleibt immer ein Mysterium, was ja auch nicht schlecht sein muss, ne? Gott, das ist aber ein riesiger Haufen Eis, den wir schmelzen müssen. Boah.
So eine bin ich nicht. Mann. Oh, okay, ich hab mich echt ein bisschen erschrocken. Das sieht mir aber hier hinten der Stetz aus. Ja. Okay. Du bist doch heiß, geht bestimmt fix mit dem Eis. Oh, Flo! Gott. Richtig scheiß hier rein. Sag da nicht sowas, ey. War ich ja ganz rot. Boah, mein 3D-Denken ist auch wirklich irgendwo stehen geblieben. Auch eine Weile gebraucht. Machen wir das mal so? Aber ich muss das Ganze hier auch noch kippen. Ja, okay, jetzt einmal links. Einmal wieder. Oh, so. Spiel, sag doch jetzt, dass es okay ist. Das ist nicht okay, ne? Der müsste doch bestimmt eigentlich so einrasten wie bei dem Auge eben. Pling, pling. Da ist ein Schrein. Aber das sieht doch schon eigentlich total... Oh. Ah, der tanzt ein bisschen aus der Reihe. Tanz, tanz aus der Reihe. Das ist doch unten hier. Raste ein. Schon hatte ich immer Langeweile. Sehr gut. Also. Oh nein, das hast du wieder alles selber gemacht. Andersrum. Oh mein Gott, ihr hättet mir noch lange zugeschaut. Aber das tat weh. So. Ich hatte fast eine Wurzel übersehen, weil ich eine andere Visier hatte. Oh, das passiert schnell, ne? Das passiert schnell. Pudding Medina, danke. Das hätte noch was gedauert. Oh nein! Ah. Und wieder. Ja, first leider. Try wieder. Wieder beim allerersten Mal. First try, Leute. Okay, das eine war am Eis. Das war leicht zu sehen. Aber jetzt? Maxi-Trüffel, stark. Bestes Essen EU West in dem Spiel. Hm, wo könnte denn das andere sein? Ah, da bist du ja. Sieht aus wie ein Milchzahn, ne? Ein bisschen Grounded Vibes. Ein Milchmolar. Oh, da hat's gescheppert. Aber das sieht ein bisschen sass aus. Oh. Wo willst du schon wieder hin? Schön. Schön, schön. Gut. Kurz hier noch ein bisschen was pflücken. Gartenarbeit muss ja auch gemacht werden. So. Wo hat der jetzt gefehlt? Kommen wir hier dran? Achso, ich Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Bin auch nicht verheiratet oder verlobt. An der Hand! Ich wollte es so oben irgendwo dran machen. Er hat hier einen ganzen Kindergarten. Ihr seid meine Familie! Ohne euch fehlt gar nichts. Oder hinten ist noch ein Stein.
Und im Chat hätte ich auch probiert, oben das dran zu machen, nicht unten an der Hand. Sass. Sass. Ich sag euch ganz ehrlich, ne, wenn euch ein Streamer oder Streamerin das so sagt, ne, glaubt der nie wieder ein Wort. Ihr seid alles sicher, ihr seid meine Familie. Nee, 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 Leute. Nee, nee, nee. Lasst euch nicht einlullen von solch, einlullen von solchen Personen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Ausnahme. Wir reden hier wirklich von einer Ausnahme. Wo es wirklich der Fall sein kann, aber. Parasoziale Beziehungen. Ah, das sind die Zuschauer von Pia. Schon innen. So. Das ist irgendwo ein Loch. Ah, ganz weit weg, das war eben auch schon, genau. Ja, ich war jetzt da, hab die Steine. Guck doch mal. Wie unglaublich, er ist wieder ganz. Ach, sieh die ganze Form an, ein wahres Kunstwerk vom Maul bis zur Schwanzflosse. Und jetzt, da jeder Knochen wieder an seinem Platz sitzt, wirkt er noch gleich viel schöner. Du siehst ihn wieder ganz gemacht. Du hast ihn wieder ganz gemacht, stimmt's? Vielen lieben Dank. Hier eine kleine Belohnung dafür. 50 oder 100? 50, okay. Nehmen wir an, nehmen wir mit. Jackie, einen wunderschönen Abend. Wenn du das wieder reinschaust. Ich könnte doch stundenlang hier stehen und diesen Koloss bewundern, aber es gibt noch einen weiteren. Dann wird mein letztes Reise wohl Koloss in Gerudo sein. Oh, kurz auf die Map hier schauen, ne? Die letzten 5 Wochen ein paar Leuten der aus der Online-Welt getroffen. Ja, es gibt Ausnahmen, aber die haben mich auch umso mehr aus dem Leben gekriegt, im positiven Sinn. Das ist schön, das ist schön. Ich meine das auch gar nicht im Allgemeinen mit Leuten aus dem Internet, sondern es ist so, dass ihr mit mir eine andere Beziehung aufbauen könnt, im Sinne von Freundschaft, verliebt sein, Bewunderung und so weiter, anstatt ich mit euch, weil ich euch nur schreiben sehe. Ihr könnt euch die ganze Zeit Gedanken machen, was ihr schreibt. Ich halt irgendwie nicht. Also ich labe ja die ganze Zeit nur hier raus und ich mache ja auch das Ding so an und bin halt zu jedem nett. Vielleicht bin ich im echten Leben gar nicht zu jedem nett. Vielleicht bin ich voll das Arschloch. Wie alt bist du? Ich bin erst 33, ja? Ich meinte auch einen Streamer, andere Mods und so weiter. Gut, ich würde auch behaupten, wir haben uns letztes Jahr auf der Gamescom auch ganz gut verstanden. Und ich glaube auch, jeder Streamer, der oder Streamerin, die länger als 24 Stunden streamen, ist es irgendwann schwierig, sich zu verstellen. Ganz ehrlich, so 3-4 Stunden, das ist schon eine andere Hausnummer. Das kriegt jeder hin, etwas zu sein, was er eigentlich nicht ist. Jackie, danke für die Likes. Genau, es ist halt unausgeglichen, ja. Ja. Aber auch Leute aus dem Internet, ich würde auch zum Beispiel behaupten, oder es ist auch normal, jeder, der hier in meiner Größe, ne? Wie viele Zuschauer haben wir gerade? Ich hab's ja aus. 24, so. Ich habe in letzter Zeit einen Schnitt von 13 oder 15. Und wenn die gleichen Leute mal da sind, zum Beispiel Max, Hanni, ein Sven, ein Jonas, Lunes, ein Felix und. Oder halt ein Wada. Ich will jetzt keinen vergessen, ne? Wenn ich höre jetzt einfach auf, ich habe jetzt keinen vergessen. Aber die sage ich jetzt einfach mal. Zu denen baut man natürlich eine andere Situation auf, als mit anderen Leuten, die halt nicht so oft da sind. In der Größe auf jeden Fall. Wenn du halt jetzt irgendwie deine 400, 500 Zuschauer hast und du hast regelmäßig deine 10, 20k Nachrichten am Tag im Chat, dann ist das gar nicht möglich. Ja, die anderen vergiss, ich wusste es. Alleine die Tatsache, dass wir dir zuschauen, sind wir einiges in der Überzahl. Ja. Es geht vor allem darum, dass Zuschauer eine Beziehung zu dir aufbauen, die du nicht hast, weil Personen immer nur Namen im Chat sind. Genau. Ich habe ein paar halt gesehen, bei Minecraft war es eine Zeit lang, haben auch die Cam angemacht und. Ist aber Gamescom in Berlin, also weil ist es eine andere Messe als die Gamescom in Köln, Falco? Wenn man auch jetzt im Voice war oder auch zusammen Mario Kart gespielt hat, auch immer wieder mit den gleichen oder auch bei Minecraft oder Core Keeper, auch ein riesengutes Beispiel oder auch mit Hani und Alina, Stardew Valley. Klar hat man zu denen ein anderes Verhältnis als mit jemandem, der halt ab und zu einen Chat schreibt. Das macht euch nicht schlechter oder so. Es macht euch überhaupt nicht schlechter. Aber es dauert auch für mich ewig dann, halt die Leute halt so ein bisschen näher kennenzulernen. Geht immer vom Schreiben halt auch so ein bisschen ab. Fernsehen geht es halt besser, ja.
Auf jeden Fall, bei Clansring ist es viel besser, ja. Wenn man auf der Hauptinsel landet, was muss man machen? Den ersten Spähposten in die Richtung musst du gehen. Gamescom gibt es auch in Berlin. Es kann halt sein, dass es eine Art Messe von Gamescom in Berlin gibt. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, ne? Also, das ist ja auch bei mir auch das Grundlegende. Ich werde zum Beispiel niemals Subgames machen, ne? Es gibt ja in meiner Größe, die sagen dann, okay, wer will Mario Kart mitspielen, muss aber Sub sein. Finde ich irgendwie doof. Warum sollte ich jemanden bevorzugen, der mehr Geld hat? Ne? Und vielleicht voll das Arschloch ist. Habe ich davon. So, das würde ich halt niemals machen. Hast du vielleicht nachgedacht, nochmal Mario Kart zu spielen? Also, wir hatten vor TOTK, hatten wir den sogenannten Mitspielmittwoch. Da haben wir Fall Guys gespielt, mit allen zusammen. Da haben wir Mario Kart mit allen gespielt. Da hatten wir Phasmophobia zusammen gespielt. Und früher auch mal, was heißt früher, von dem Jahr circa, gab es immer Smash Brothers. Das wird wiederkommen. Aber momentan liegt der Hauptaugenmerk auf Zelda. Warum ist TOTK bei dir so flüssig? Verstehe die Frage nicht. Das ist nicht so, dass alle wieder auf Insta stellt. Ich bin enttäuscht. Ja. Widget, genau. Widget haben wir auch viel gespielt. Ach, das gibt es in Berlin. Ich kann mir halt vorstellen, dass es sowas Ähnliches wie die Gamescom gibt in Berlin. Es gab ja so eine ähnliche Messe auch in Hamburg, die was kleiner war. Es sieht so aus. Ich weiß nicht. Ach, wenn nichts so aus Fall aussehen wird. Alles kann man auf dem Weg. Polaris in Hamburg, genau richtig. So hieß die. Da waren ja auch ein bekannter Streamer. Wie viel FPS hat TOTK, wenn du Glück hast? 30. Mehr als 30 geht nicht. Ich schätze mal, du hast die ganze Zeit zwischen 20 und 30 FPS. Okay, die Quest können wir jetzt eigentlich nicht weitermachen, ne? Die können wir eigentlich nicht weitermachen. Design mit Schleim könnten wir gleich machen. Die wähle ich schon mal aus. Schade. Da unten ist noch was. Ich will auch zu Gamescom, nur leider kann ich zeitlich nicht dahin, lässt sich nichts machen. Schade, Jackie. So, ich habe gerade das hier Nachricht gelesen. Dann nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr. Sie rennt ja hoffentlich nicht weg. Es sind ja dieses Jahr auch schon wieder mehr Publisher da als letztes Jahr. Nintendo ist zum Beispiel da. Was werden sie wohl zeigen? Können schon. Ja, ich müsste halt wirklich echt viel wandern, ne? Also ich müsste ja erstmal hier den Turm machen. Oder hier zum Turm und dann darüber. Nee. Dann würde ich sagen, wie lange streamst du schon? Ich habe das allererste Mal auf einer PlayStation 3 gestreamt. Ohne Cam, ohne Mikro. Witcher 3. Wann kam Witcher 3 raus? Witcher 3 kam raus am 18. Mai 2015. Ich habe es nicht im gleichen Jahr gespielt. Ich müsste 2016 oder 17 angefangen haben. Dann habe ich aber zwischendurch auch mal 2 Jahre nicht gestreamt und jetzt würde ich behaupten, dass ich seit drei Jahren regelmäßig den Stream anmache. Also mindestens bis auf krankheitsbedingt oder urlaubsbedingt oder arbeitsbedingt, würde ich sagen, bin ich seit 3 Jahren regelmäßig da. Genau. Okay, wir machen Schleimquest. Hatte ich die jetzt ausgewählt? Nee, ne? Was hier? Was Design mit Schleim. Wir haben nämlich einen Schleim fotografiert. Bin gespannt, ob ich nichts da schaffe. Wie gut ich alles geregelt bekomme. Alles gut, Max. Sonst darauf das ja. Wenn nicht dann, dann darauf das ja. Es gibt für mich momentan keinen Grund, mit Stream aufzuhören. Also werden wir auch Kontakt haben, falls ihr noch Bock habt. Wie streamst du auf der Switch? Genau, mit Capture Card. Ich habe eine Capture Card dran. Und hole mir dadurch das Signal von der Switch auf den PC. Adjustment von Elgato. Die HD60S Plus. Müsste es sein. Ich will es gerade nicht anfassen, weil wegen Wackelkontakt und so, Signal weg. Aber müsste HD60 Plus sein. Weil die HD60 S oder nur HD60, ich glaube HD60 heißt sie nur, die hat USB 3.0, da hat man Delay und HD60 Plus hat USB 3.0 und man hat kein Delay.
Ist gut, wäre das Glitch, aber das ist ja nicht wichtig. Ach, Max, ich hoffe, dass der Jonas da was zusammenkriegt mit Spielen und so. Ich hoffe es. Warst du schon in Tabu Rasa? Ja, war ich. Hab mir aber noch kein Haus gekauft, habe aber die Questlinie, ich weiß nicht, ob das jetzt alles da war, aber die Questlinie fertig gemacht, dass das Kind in die Heimat gegangen ist. Okay, habe ich total vergessen und wir sehen uns. Ich brauche ein Autogramm. Also letzte Gamescom fand ich es schon echt komisch, dass einer mir geschrieben hat und ob wir uns treffen können für ein Foto. Unglaublich komisches Gefühl. Welches Körperteil hast du nie unterschrieben? Oh, Flo. Sei jetzt nicht so. Die Waffe nehmen wir. Spielst du Vollgeist? Ab und zu, ja. Leute, von mir ein Autogramm. Also, klar, mache ich das. Mache ich das, gar kein Problem. Aber das fühlt sich für mich echt weird an. Ich habe schon Pläne, worauf ich spare, sobald ich eine neue Ausbildung anfangen kann. Cool. Ich hoffe, es klappt alles, Max. Ich hoffe, es klappt alles. Verkaufe Puffes Autogramm. Hast du mir etwa Anschauungsmaterial gebracht, auf dem ein Schleim zu sehen ist? Guck mal. Mach Fotos von Gegnern. Einen Tipp, da gibt es noch eine Quest. Bin da gerade. Oh. Oh, von Tabu Rasa, da habe ich wirklich wenig Fotos gemacht. Und wenn ich welche gemacht habe, sofort wieder weggelöscht. Also Fall Guys habe ich mal ein bisschen mehr gespielt, als es damals rauskam. Und habe es dann jetzt vor einem Monat oder so nochmal gespielt. Also absoluter Noob. Absoluter Noob. Definitiv ein Schleim, ja. Ein wunderschöner Schleim. Mit diesem Anschauungsmaterial sprudelt meine Inspiration gleich über. Ich werde mich sofort in die Herstellung des Stoffes machen. Ja, gut. Spielst du Fortnite? Nein. Nein. Ich habe Fortnite gespielt, da gab es nicht Battle Royale, sondern nur Rette die Welt. Es ist vollbracht. Dank dir konnte ich ein wunderbares Stück Stoff herstellen. Hier, nimm es als Dank für deine Hilfe. Schleimstoff. Fürs Parasegel, ja. Wie ich mir schon dachte, ist es mit Anschauungsmaterial gleich viel leichter. Ich sprudel nur so voll den. Es sind ein paar Motive, die ich gerne als Folge nutzen würde. Wenn du Material findest, das als Referenz dafür dienen könnte, zeige es mir doch bitte. Wenn mir die Herstellung mit deiner Hilfe gelingt, bekommst du als Dankeschön natürlich den Stoff geschenkt. Muss Dumpster suchen, aber muss jetzt nicht machen. Wenn du Gegner siehst, mach Fotos. Okay, werde ich mir merken. Okay. Waren Stronger 2 Community Games habe ich nicht mehr auf dem PC oder so. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Okay, bekommen wir jetzt bitte eine neue Quest? Das kann ich mir doch niemals merken. Parasiegel erneuern. Ist er von irgendeiner cool? Pferdegott? Sargono? Schleim? Wir müssen von den allen Fotos machen, das kann ich mir noch niemals merken. Puh, ist schwierig mit Stronghold 2. Ich will auf jeden Fall nichts versprechen. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich würde sagen, erstmal eher nein. Weil danach bin ich spieltechnisch. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass Leute schreiben, es gibt nichts zu spielen. Da bin ich der falsche Typ. Safe Samuel, mit 471 Energiekristallen deine Batterie auf jeden Fall upgraden. Du wirst es nicht bereuen. Das macht das Spiel ein bisschen einfacher. Okay. Hier, guck mal. Okay. Wir haben also nichts. Ich hoffe, wenn wir Fotos machen von den Gestalten, dass da irgendein Symbol dran ist, dass wir es brauchen. Wenn wir gerade schon mal hier sind, laufen wir kurz die Leute ab, ob jemand eine Quest hat. Okay, es gibt nichts zu spielen, was meinen Geschmack trifft. Das ist schon eine Aussage, womit ich halt was anfangen kann. Aber die ganzen COD und FIFA-Leute, ja, es kommen keine coolen Spiele raus.
Okay. Es müsste jetzt, glaube ich, kein Spiel mehr rauskommen. Ich könnte bestimmt locker 1,5 Jahre abwechslungsreich spielen. Locker, locker. Aber gut, ist ja doch Geschmackssache. Aber ich finde diese pauschale Aussage halt immer ein bisschen kritisch, unnötig. Weil es einfach actually einfach so viele Spiele gibt. Was mussten wir denn nochmal, wenn wir jetzt schon wieder hier in Hateno sind, für den Lehrer machen? Was wollte denn der Lehrer haben? Na, dann haben wir hier so ein bisschen Struktur drin. Jetzt sind wir gerade hier gelandet. Wegen dem Schleim. Na, ein bisschen Struktur ist ja gut. Ist so chaotisch. Irgendwas aus Kakeriko. Stimmt. Es war Impas Haus. In Impas Haus ist irgendwas. Kingdom Hearts. Auch schon zu lange her. Damals mal. Okay, wo ist denn... Ein die richtige, ein Rekord gewählt. Anschauung, ein richtiges... Der Brunnenfan. Statue. Da habe ich auch Fotos gemacht. Da können wir gleich auch mal hingehen. 2 Fotos habe ich gemacht. Da klingt es auf jeden Fall, wo du jetzt Kakeriko sagst. Aber ich muss die Quest finden. Oder ist das eine Episode? Boah. Da war halt... Ah! Das meinst du ja eben, Jackie. Hier, ein detailliertes Bild eines Bockblinds. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Was meinst du, Blun? Was willst du uns sagen? Okay, da müsste doch eigentlich beim Ort müsste doch dann Kakeriko stehen. Krieg ich das so schnell hin? Kakeriko. Der Kremladen ist aufgekauft. 2 Männer, die den Laden üblicherweise mit neuen Waren bestücken, sind ausgezogen, um Monster in der Kranzruine auf der Anhöhe im Westen zu bekämpfen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Nee. Da, okay. Bei der Quest steht immer der Ort bei, okay. Okay. Der Wandteppich, da war doch was. Das ist Anschauungsunterricht. Okay, da steht immer dann der Name. Ein Pajas Haus in Kakeriko zu finden. So, da ist die Quest nämlich. Und jetzt gehen wir nach Kakeriko. Lass uns in Kakeriko nicht ablenken. Da haben wir auch echt noch viel zu tun. Da habe ich gar nichts gemacht. Da bin ich reingerannt und wieder rausgerannt. Kakeriko. Wir sind da noch nicht ins Loch gesprungen. Gar nichts. Und dann zu Impas Haus. Fieser roter Panda, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Okay, auch wieder gut zu wissen. Bei der Nebenquest steht, müsse beistehen. Nein, wenn man die Quest abgeht oder findet. Da stand mich gerade Hateno. Ich habe gehofft, dass da eigentlich Kakeriko steht. Ich auch, also Kakeriko. Ich weiß gar nicht, warum wir hier zwischendurch da waren. Krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall müssen wir noch da hinten ins Loch mit denen. Ne, andere Seite irgendwo. Wo war das Loch? Da hinten? Wollen wir auch noch nicht. Willst du wissen, wie ich den Gleiter bekommen habe, Blun? Wo man den bekommt? Wer wohnt hier? Oh, die Tür hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, als sie zugegangen ist. Ich möchte jetzt auch zocken. Warum kannst du nicht zocken? Was ist los? Was du nachgemacht hast? Eigentlich habe ich dann erstmal die Hauptquest vom Spähposten weitergemacht. Also du musst dann nachher auch zu Holm. Das war gerade so viel Glück, dass wir sofort hier in das Haus sind. Ich hochgegangen bin, weil ich habe keine Ahnung, wer hier wohnt. Keine Ahnung. Das werden wir erstmal nicht lesen. Nicht ablenken. Wir haben das Bild gemacht, nicht ablenken. Genau, wir ziehen das jetzt mal hier durch. Ein paar Quests machen, Leute. In Kakeriko werden wir uns alle nochmal in Ruhe umschauen und ein bisschen lesen. Panda, vielen Dank für die Likes. Die Controller sind alle leer. Oh.
Biotyp war das Impasthaus. Okay. Wo sieht man die Questzeichen sofort? Das zeige ich dir sofort. Firecon ist wirklich wichtig. Dein Crush, ne? Fuck. Ein bisschen Handheld spielen ist auch nicht. Kommt auch nicht in Frage, Panda, oder? Du drückst auf das Minus. Dann hast du ja hier oben Charakter, Tagebuch, Karte, Album und Hyrule-Handbuch. Dann klickst du einmal auf Tagebuch. Und jetzt kannst du hier auf der linken Seite, wenn du ganz oben bist, hast du die Hauptziele, Episoden, Schreine, Nebenaufgaben und Abenteuererinnerungen. Und dann gehst du auf Hauptziele. Und da müsstest du die Quest sehen. Wenn du da keine hast, im Sperrpost mal rumlaufen, ein bisschen quatschen. Ach, jetzt kann ich noch nicht mehr zur Schule gehen, weil die alle am Pennen sind. Da ist eine... Oh Gott. Okay, da war eine Sternschnuppe. Da gehen wir hin. Es ist eh dunkel, ich müsste mich gerade eh schlafen legen, dann können wir es doch gerade machen. Was bekommt man, wenn man eine Quest abschließt? Das ist unterschiedlich. Manchmal bekommt man eine Folgequest, manchmal bekommt man Geld, manchmal bekommt man ein freundliches Dankeschön. Marco will doch zur Schule. Das Spiel ist einfach zu gut. Ich liebe es auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel auch. Und gefühlt, jedes Mal entdeckt man irgendwas Neues, was man vorher nicht gesehen hat. Wie viele Rubine hast du? Ich habe gerade 3.500. 3.500 habe ich. Ich habe gestern offline unglaublich viel verkauft. Viel Bernstein, viel Opale. Wo ist der Mist hin? Wo ist es hin? Ach Gottchen. Also, seid mir nicht böse. Ich glaube, ich würde auch offline die Schilder machen. Außer ihr wollt, dass ihr den findet, das doof. Dann würde ich es nicht machen. Aber ich markiere die mir kurz und mache die offline. 9000, fast 10.000, nice. Leilei. Also, der Spähposten kann ich hier zeigen. Der ist genau hier. Und ich meine auch, dass du circa hier circa runtergekommen bist. Bisschen böse. Na klar. Hier ist der Spähposten. Das ist so eigentlich deine wichtigste Anlaufstelle am Anfang. Und da einfach mit Leuten reden. Du müsstest, glaube ich, sogar eine Quest haben, die dich zum Spähposten führt. Aber hilft dir das hier so? Genau, den Turm sieht man ganz gut, ja. Ja, hat man, ne? Genau, hier ist auch der Turm am Spähposten. Das ist eigentlich auch so der erste, den du freischalten solltest. Also du hast eine Quest dafür schon. Du siehst den Turm, wenn du landest, eigentlich ganz gut. Und ist man nicht am Wasser? Ich glaube, hier kommt man runter. Irgendwo am Wasser. Kann auch hier an der Möwenebene sein oder hier oben. Das ist mir sehr geholfen. Gar kein Problem. Einfach Fragen stellen. Wir kriegen das zusammen hin. Jetzt müsst ihr mir auch noch helfen. Wo ist hier die Sternschnuppe runtergekommen? Man muss mit Leuten reden. Iwa. Ekelhaft. Man kriegt auch noch Antworten. Die sehen nie so weit entfernt aus, ne? Und dann sucht man sie. Oh nein. Okay. Hier die Freunde würde ich zum Beispiel auch offline machen. Es ist oft das Gleiche. Es ist nichts Neues. Aber halt zwei Crocs, ne? Wichtig. Wichtig für unsere 100%. Also beim letzten Mal weiß ich noch... Herr Schniff? Weiß ich noch, gab es eigentlich so ein... So ein Leuchtstrahl von dem Sternsplitter. Dass man den aus der Ferne auch sehen kann. Nur nachts. Boah, den finde ich doch nie wieder. Finde ich nie wieder. Oh Gott. Link, bitte. Stell dich ein bisschen schlauer an als ich. Das ist ja nicht so schwer. Ich hätte schwören können, es ist irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht.
Das Ding ist auch bei der Switch, weiß ich nicht, wenn der jetzt da liegen würde, hier so da circa, ob die Switch das hinbekommt. Ich habe bis jetzt alle Sternschnuppen aus Zufall im Fall gefangen, 3 Stück oder so, voll gut. Voll gut. Ne, lass uns nicht ablenken. Wir müssen strukturiert spielen. Das ist ja eigentlich schon gerade schon wieder Ablenkung zu viel. Ab zur Schule, ne? Aber noch kurz hier gucken. Ich sag mal, hätten wir jetzt keine Quest, ich wäre auf dem Stein. Ab zur Schule. So. Ich glaube, soweit ich auch weiß, ist da die Questlinie dann auch noch nicht beendet. Da müsste doch was kommen. Hit. Okay, was wir auch nicht gemacht haben eben, dank der Sternschnuppe. Ich habe noch nicht alle Leute eigentlich auch angeschaut wegen der neuen Quest, ne? Aber ich glaube, das werde ich auch mal offline machen. Aber im Blitz extra Fallus getötet bin, aber dann durch eine Blitzbarriere um ihn gestorben. Ach verdammt. Ah, die sind schon fies, die Dinger. Muss man um TTK durchzuspielen einfach die Quest machen? Theoretisch brauchst du nur die Hauptquest machen, ja. Unabhängig von Glitches und so weiter. Ich glaube, man kann auch das Spiel ohne die Hauptquest durchspielen. Sehr schnell. Guten Tag. Ah, Link, einen guten Morgen dir. Ja, das kennen wir. Detaillierte Abbildung. Bitte nicht. Bitte nicht, Marco. Bitte nicht, Marco. Doch. Muss ich es irgendwo anbringen? Ich dachte, er ist hier vielleicht. Nicht nur die Abbildungsgemälde der Verheerung, das sich in Kakariko befindet. Eine solche visuelle Unterstützung im Unterricht würde die Vorstellungskraft der Schüler sicher sehr anregen. Da würde ich jetzt einen Tipp gerne annehmen. Liegt es vielleicht an der Uhrzeit, dass kein Unterricht ist? Okay, das kann eigentlich sein. Auf in die Schule. Ja, kommt jetzt. Ich habe ein Bild für euch. Die Schule wird halt super. Es muss Unterricht sein, okay. Ja, das ist fertig in Star Trek. Nice. Sehr gut. Und was machst du jetzt, Max? Ja, ja, Beeilung, richtig. So. Ich habe Fotos für euch. So, da haben wir es. Was bringen Schreine? Wenn du Schreine fertig machst, kriegst du eine Belohnung, wodurch du nachher halt mehr Leben und Ausdauer haben kannst. Und ab und zu gute Items. So, hallo. Also wir haben gerade 8.55 Uhr, 9 Uhr ist jetzt Schule. Weiß einer, wann die Schule hier anfängt? Haben die es noch gut? Also die wacht jetzt gerade ziemlich lange, ne? Mal schauen, okay. Weinen. Gute Idee. Mach den Dailies erstmal eine Runde weinen. So. Jetzt, okay. Ein Bild vom Gemälde könnte helfen. Irgendwas, was den Kindern zeigt, wie die Verheerung aussah. Ich habe hier ein Bild. Siehe da, das Gemälde der Verheerung. Kinder, schaut her. Man hat uns soeben kostbares Bildmaterial zur Verheerung zur Verfügung gestellt. Toll, sieht total echt aus. Da die Legende war, ist ja klasse. Also jetzt verstehe ich's. Na klar, also. Ich habe gerade das Bild gesehen, dann dachte ich, ja, klar. Genau so.
Genauso. Das sieht für mich nach einem handfesten Beweis aus. Los, Herr Siem, Simin, Simon. Erzählen Sie uns die ganze Geschichte von der Verheerung. Na, aber natürlich. Aufrichtigen Dank, Link. Es gibt noch viel zu erzählen von der Verheerung, weshalb wir das eine lange Stunde. Deshalb wird es eine lange Stunde heute, aber ich hoffe, du bleibst. Ja, ich bin neugierig. Erstmal Copyright-Verletzungsgutes, ja. An welchen Tagen bist du mal live? Montag bis Donnerstag. Und immer so ab 19 Uhr, 19.30 Uhr spätestens. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein, glaube ich. Stand da, vielleicht. Vor 10.000 Jahren erschufen die Shika mit ihrer hochentwickelten Technologie sogenannte Titanen. Nur die Fähigsten waren in der Lage, diese Maschinenwesen zu steuern. Mit dem Bannschwert und der heiligen Kraft der hehren Prinzessin versiegelte der Held aus uralter Zeit die Verheerung. Wie lange Zeit herrschte danach Frieden im Königreich Hyrule. Aber dann, als die Verheerung fast in Vergessenheit geraten war, kehrte sie zurück. Wir haben heute Montag. Kein Problem. Wir haben heute leider Montag. Leider. Erzählen Sie weiter. Wann war das alles? Das ist alles geschafft vor 100 Jahren. Es begann mit einer Prophezeiung über die Wiederkehr der Verheerung. Das Königshaus von Hyrule nahm diese Legenden ernst. Man suchte und fand die Titanen. Von den Ohren, die Geroden, Zoras und Gerudo wurden als Recken bezeichnete Piloten mit besonderen Fähigkeiten ausgewählt. Dann war da noch der Held, der das Bannschwert meisterlich führte und die hehre Prinzessin, die ihn begleitete. Gemeinsam stellten sie sich wie einst dem Kampf gegen den Feind. Doch diesmal sollte die Verheerung nicht so einfach zu besiegen sein. Ist was Schlimmes passiert? Nun, der hehren Prinzessin blieb es versagt, die heilige Kraft, die in ihr schlummerte, zu erwecken. Daraufhin bemächtigte sich die Verheerung der Titanen und deren Piloten kam zu Tode. Als auch noch der Held, der das heilige Bannschwert führte, schwer verletzt wurde, stand die Welt am Abgrund. Endlich erwachte die heilige Macht der Prinzessin und sie opferte sich auf, die Verheerung 100 Jahre lang zu versiegeln. Ist bis hierhin alles klar? Nach langen 100 Jahren erwachte der Held aus dem Schlaf, der seine Wunden heilen sollte. BOTW? Mit der Hilfe der Nachfahren der Recken gelang es ihm, die Titanen der Verheerung wieder zu entreißen. Letztendlich besiegte der Held die Verheerung und die Prinzessin versiegelte das Böse erneut. So, zum Ende hin bin ich vielleicht etwas theatralisch geworden, doch genauso hat es sich zugetragen. Das heißt also, dass wir hier sind und dass es Hyrule noch gibt? All das haben wir diesen vielen Leuten zu verdanken, die Hyrule vor uns beschützt haben. Ich will auch mal so ein Held sein und alle Generationen nach mir vor dem Bösen bewahren. Na, ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Worte können meine Glückseligkeit gar nicht ausdrücken, so macht Unterricht Spaß. Ich stehe in deiner Schuld, Link, lass mich dir noch einmal herzlich danken für deine tatkräftige Unterstützung. Ach so, stimmt hier. Ein Dankeschön für deine aufopfernde Hilfe bei der Gestaltung unseres Unterrichts. Jetzt kriegen wir Reis. Jetzt kriegen wir Reis. Hätten nur bloß früher das Foto gemacht. Es werden mittlerweile viel mehr neue Gemüsesorten angebaut, da ist der Reis etwas ins Hintertreffen geraten. Aber ich bin nach wie vor ganz verliebt in diesen herrlichen Reis, den es hier gibt. Probier ihn nun mal selbst, Link. Riesenempfehlung von mir. Da fällt mir ein, dass meine nächste Stunde Hauswirtschaftslehre ist. Dann wollte ich ja auch Rezepte mit Hyrule-Reis durchnehmen. Vielen Dank nochmal, dass du den Kindern das Gemälde gezeigt hast, auf dem die Verheerung abgebildet ist. Schüler nehmen Geschichtsunterricht in aller Regel, als er dröge war. An der letzten Geschichtsstunde hatten sie allerdings sehr viel Spaß, was ich so zum ersten Mal miterleben durfte. In der nächsten Stunde haben wir Hauswirtschaftslehre, du darfst uns gerne begleiten bei einem faszinierenden Fach. Mein Actionmann sieht sich dann morgen. Hani, alles klar? Halt den Kopf steif. Bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi. Also dann, Hauswirtschaftslehre. Dabei geht es um Nahrungsmittel, die wir ja alle zum Überleben brauchen. Ein profundes Wissen über Nahrung ist in dieser gefährlichen Welt von höchster Bedeutung. Meine Frage an alle lautet, welches Gericht erhält man, wenn man Hyrule-Reis und Wild mit Goron-Gewürz zubereitet? Goron-Gewürz ist doch das scharfe Zeug, das sie in Goron ja im Nordosten verkaufen, oder?
Wenn Grundgewürz darin ist, kann es eigentlich nur ein Curry sein. Da ist auch Wild drin. Nicht, dann muss es doch... Es muss Wildcurry sein. Korrekt. Das war für euch keine echte Herausforderung. Wie wäre es denn damit? Grundgewürz, Hyrule-Reis und Monster-Essenz. Was hat man dann? Monster was? Werden Monsterzutaten nicht nur für Medizin verwendet? Stimmt, wenn du es mit Monsterzutaten kochst, ist das immer ein Reinfall. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Curry mit Monsterzutaten essen würde. Na, na, beruhigt euch, Kinder. Moin, Benji. Ja, nochmal vielen Dank für die Info. Vielen Dank für die Info. Hab dann sofort zugeschlagen. Und noch zwei Spiele habe ich mir heute geholt. Tja, diese Stunde ist wohl zu anspruchsvoll. Tatsächlich entsteht aus Monster Essenz, Grongewürz und Hyrule Reis Monster Curry. Aber eure skeptischen Gesichter sagen mir, dass ihr mir nicht geglaubt, bis ich euch eigenhändig so ein Monster Curry serviere. Was ich liebend gern täte, aber mir fehlt dazu eine wichtige Zutat, die Monster Essenz. Soll angeblich ein Tabu Rasa zu bekommen sein, das ist in Akala nördlich von hier. Ich hab Monster Essenz, warum geht das denn schon wieder nicht? Ich bin mir sehr sicher, ich habe Monster Essenz. Monster Essenz. Hallo, hier. Muss ich dafür irgendwie mal schlafen gehen, kurz rausgehen? So, pipapo. Warte mal, ich portal mich mal hier hin. Und dann gehen wir da wieder hin. Mal gucken, ob dann die Quest funktioniert.